Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Häufiger steht in den Kommentaren, ja klar, wenn man ein E-Auto hat und in einer Doppelhaushälfte wohnt oder in einem Einfamilienhaus, dann kann man sich sogar zwei Wallboxen hinbauen. Aber was mache ich, der ich in einem Mietshaus wohne oder zumindest in einem Mehrfamilienhaus? Und dieser Frage möchte ich in dem heutigen Video mal ziemlich intensiv nachgehen, und zwar in zwei Teilen. Zum einen hat die Nationale Leitstelle für Ladeinfrastruktur gerade eine Broschüre genau zu diesem Thema rausgebracht, und zum anderen, und damit fangen wir an, habe ich in München ein spannendes Neubauprojekt besucht. Und zwar haben sich dort 35 Parteien zusammengetan für ein ökologisches Bauprojekt, das unter www.stadtnatur.net auch im Internet zu sehen ist. Im November 2019 ist nach zweijähriger Planungsphase in der Elisabeth-Berlein-Straße in Altrieben dieses Wohnbauprojekt realisiert worden. Die Besitzer sind auch schon eingezogen, und ich hatte Gelegenheit, mit Julian Hessler und Sebastian Falkenberg über ihre Erfahrungen mit diesem Projekt zu sprechen. Hallo, ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Fangen wir mal mit der Photovoltaikanlage an. Wie groß ist denn die? Wir haben 99,8 Kilowatt Peak, also gerade so unter den 100 Kilowatt Peak gebaut. Mhm. Wir haben ein Flachdach mit knapp 1200 Quadratmetern Fläche. Mhm. Und da wollten wir natürlich das Maximum ausnutzen. Vom Dach aus haben wir Wechselrichter direkt oben auf dem Dach, wandeln direkt in den Wechselstrom, und das geht ins Haus, wenn wir Überschuss haben, in Batterien mit 62 Kilowattstunden Speicherkapazität. Was kann man denn da so erzeugen mit der Anlage? Also in Kilowattstunden, jetzt aktuell im März, sind so circa im Schnitt 300 Kilowattstunden am Tag. Mhm. An guten, sehr guten Tagen kommen wir auf 600, 700 Kilowattstunden. Mhm. Das ganze Jahr sind wir ungefähr bei 45%, die wir unseren eigenen Strom nutzen können, also vom Gesamtbedarf. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir noch bei der Heizung einiges optimieren können. Ja. Und ich gehe davon aus, dass wir es auch noch auf 50% schaffen. Dann ist aber, glaube ich, auch für uns Ende der Fahnenstange, weil natürlich der Peak im Sommer, da haben wir einfach nicht den Hauptverbrauch. Wie viele Elektroautos stehen denn schon da und wie viele Ladestationen? Im Moment haben wir 6 Elektroautos unten stehen, die dann quasi auch mit 6 aktiven Wallboxen gespeist werden. In Summe haben wir schon 11 Wallboxen unten installiert. Die anderen 5, die warten eben dann noch auf das entsprechende E-Auto. Am Ende können wir auf 29 gehen, also 29 Stellplätze. Und wir haben jetzt soweit mit unserer Infrastruktur vorbereitet, dass alle 29 auch elektrifiziert werden können. Sind da auch Schnelllader dabei oder sind das 22 Kilowatt? Nee, das sind alles 11 kW Wallboxen, weil auch die meisten Fahrzeuge nur 11 kW können. Wir wollten da bewusst jetzt uns erstmal nicht so weit schon aus dem Fenster lehnen, dass wir das absolut Maximum da unten reinbauen, weil wir auch wissen, dass sich die Standards weiterentwickeln. Stichwort bidirektionales Laden, und deswegen sind wir bewusst auf einen Standard gegangen, der uns vor allem kostengünstig in der Anschaffung war. Wir haben 44 kW rein für die Elektrofahrzeuge unten als Anschlussleistung vorgehalten, haben aber eben über das dynamische Lastmanagement die Möglichkeit, dieses sogenannte Grid-Level zu erhöhen und dann bis 170 oder sogar 175, glaube ich, haben wir aktuell eingestellt, zu gehen. Wird dann die Möglichkeit zu laden auch dynamisch begrenzt, oder könnten theoretisch alle 6 im Moment anschließen und laden? Also im Moment alle 6 parallel können anschließen, das ist kein Problem. Wenn es natürlich jetzt mehr werden, dann hängt es eben auch davon ab, was das Haus gerade braucht. Da kommt eben dann das dynamische Lastmanagement ins Spiel. Wenn wir nachher eben merken, wir brauchen in Summe Haus plus Fahrzeuge mehr als das wir haben, dann wird eben verteilt. Nochmal zu den Kosten. Was hat denn diese ganze Anlage gekostet? Also ich kann jetzt nur für den Photovoltaik-Teil sprechen. Da sind wir all-inclusive, weil wir mussten ja auch Schaltschränke bauen. Mhm. Die Batterie plus Anlage circa bei 150.000 Euro netto. Verteilt auf alle Parteien dann? Genau, im Prinzip verteilt auf alle Parteien. Die Photovoltaik-Anlage, die läuft jetzt nicht auf die Hausgemeinschaft direkt, sondern auf eine separate Gesellschaft. Mhm. Und jede Partei ist im Prinzip mit einem Anteil an dieser Photovoltaik-Gesellschaft beteiligt. Mhm. Weil wir eben dann auch hoffen, in 20 Jahren die Anlage komplett rückzahlen zu können oder über den Strompreis, dass im Prinzip jeder die Kosten, dass auch fair verteilt ist. Bei einem Mehrfamilienhaus mit 6 Parteien oder sowas, also in einem kleineren, wäre das wahrscheinlich schon größerer Aufwand. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch über andere Kontraktoren oder über weitere Kontraktoren sich Teile der regulatorischen Arbeit abnehmen zu lassen. Mhm. Was ich auch für kleinere Häuser dringend empfehlen würde, weil der Aufwand lohnt sich tatsächlich nur beim sehr großen. Ich habe das auch nur gemacht oder vorangetrieben primär,
weil es mich auch persönlich interessiert hat. Mhm. Also das ist tatsächlich ein Hobby, das ist jetzt nicht reiner ökonomischer Nutzen, der dahinter steht. Ich glaube, die Arbeitsstunden, das lässt sich nicht aufrechnen. Bürokratischer Aufwand im Bereich Photovoltaikanlage, wie sieht es da bei den Ladestationen aus? Ist da auch eher der Engpass Bürokratie oder ist es finanziell oder technisch? Ich glaube, das ist vor allem finanziell. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir eben eine Förderung der Stadt München dafür hernehmen konnten, die 60% der Nettokosten getragen hat. Dadurch, dass wir auch auf Minimum 11 Wallboxen gekommen sind, das ist eben die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich auch nicht, wie lange diese Förderung noch gilt, aber die war im Endeffekt ausschlaggebend, dass das auch mitgetragen wurde, weil von den in Summe nachher, glaube ich, um die 57.000 Euro eben dann gute 25.000 Euro von der Stadt dann halt übernommen wurden, weil das halt auch für viele erstmal nur ein Betrag ist, den ich erstmal zahlen muss und habe noch nichts dafür, weil viele eben jetzt erstmal noch einen Verbrenner fahren und das jetzt eben noch nicht nutzen können. Sie haben quasi die Möglichkeit erkauft, schnell nachher eine Wallbox nachzuschieben. Jetzt haben wir vorhin in der Tiefgarage diese Stromschiene gesehen. Das ist wahrscheinlich von der technischen Seite her noch eine Besonderheit, oder? Genau, also das war am Anfang natürlich so die Frage, wie verteilen wir jetzt eigentlich dann nachher den Strom auf diese 29 Stellplätze? Da könnte man natürlich irgendwie sternförmig dann nachher vorgehen oder eben über diese Stromschiene. Die Stromschiene bietet aber eben den Vorteil, dass ich das Teil einmal installiere und dann quasi überall an den einzelnen Stellplätzen einen Abgangspunkt habe, wo ich dann sehr unkompliziert nachher einfach nur ein paar Meter Kabel legen muss von einem Abgangskasten zu einer Wallbox und dann habe ich meine Lademöglichkeit. Wie sieht es aus mit dem Überschussladen? Geht das? Also Stand heute funktioniert es noch so. Jeder hat im Prinzip eine App, in der er die Photovoltaikanlage, die Erträge kontrollieren kann und gerade sehen kann, ob wir aktuell einen Überschuss haben. Also im Prinzip ist es momentan noch leider manuell. Mhm. Das Thema ist auch gerade, dass die Steuerung der Ladeeinrichtung noch nicht so smart ist, wie sie smart sein sollte. Mhm. Und ich glaube, dass da auch gerade, was die Standards angeht, in welchen die Systeme sprechen, noch Nachholbedarf haben, dass sie sich auch wirklich mit geringem Aufwand dann noch verstehen. Mhm. Und umgekehrt, das Zusammenspiel von den beiden Anlagen wird ja hoffentlich irgendwann auch mal durch bidirektionales Laden noch mal verstärkt werden. Es ist angedacht, weil uns das natürlich extrem helfen wird. Also gerade das, was Herr Falkenberg angedeutet hat, dass wir meistens den Strom dann produzieren, wenn wir ihn quasi nicht brauchen. Das würden wir dann dadurch abfangen. Derjenige, der dann sein E-Auto zur Verfügung stellt als Stromspeicher, würde dann auch davon profitieren durch einen günstigeren Strompreis. Das ist der Vorteil, dass wir eben da als eigene Energie GBR das auch eigens steuern können. Das bidirektionale Laden ist ja auch noch in den ersten Startlöchern. Ich glaube, 2025 soll dieser internationale Standard in Stahl und Eisen gegossen werden. Und die Frage ist dann natürlich auch, können wir die Wallboxen theoretisch umrüsten, irgendwie durch ein Nachrüstkit, oder müssen wir die wirklich komplett rausschmeißen und neue bidirektional fähige einbauen? Die beiden haben sich übrigens auch angeboten, für Nachahmer als Berater zur Verfügung zu stehen. Vor allem natürlich in München, aber auch sicher auch außerhalb. Und am Ende dieses Videos haben sie mir auch noch mal ein paar Insights, Learnings, wie man so schön sagt, und Ahas mitgeteilt. Jetzt geht es aber bestimmt vielen von euch so, dass sie sagen, na toll, so ein Neubau, da habe ich ja nichts davon, wenn man da sowas realisieren kann. Ich wohne in diesem Mietshaus, in diesem Mehrparteienhaus und brauche das jetzt trotzdem. Und dafür gibt es eben die vorhin schon erwähnte Broschüre, über die ich mich mit Konrad Hammer von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur im folgenden Interview unterhalte. Wir springen direkt rein. Hallo Herr Hammer. Hallo Herr Bücklein, danke für die Einladung. Wer ist diese Leitstelle? Wer genau sind Sie und welche Aufgaben haben Sie dort? Ja, mein Name ist Konrad Hammer. Ich bin der Teamleiter Fördern und Bund-Länder-Kommunen-Koordinierung von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Wir sind eine bundeseigene Company, wenn man so will, unter dem Dach der Nationalen Organisation Wasserstoff. Und wir sind eine Art Think Tank für die Bundesregierung, um den Hochlauf der Ladeinfrastruktur zu begleiten. An welche Zielgruppe wendet sich denn diese Broschüre? Einfach laden, das ist unser genereller Claim. Und hier geht es um den Besonderen nochmal, um das Einfachladen an Wohngebäuden. Und es geht quasi genau um diesen Fall. Ich wohne in einem Mehrparteienhaus, habe eine Tiefgarage unten in diesem Haus und möchte quasi an dieser eigenen Tiefgarage
einen Stellplatz mit Ladeinfrastruktur ausstatten. Das kann aber auch sein, wenn ich zum Beispiel im Eigentum irgendwie wohne. Wenn wir hier kurz das Inhaltsverzeichnis anschauen, dann geht es um die drei Bereiche, um den Rechtsrahmen, um den technischen Rahmen und auch um Fallbeispiele. Wir können jetzt nicht den ganzen Inhalt besprechen, aber ein bisschen Lust drauf machen vielleicht. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so die wichtigste Botschaft an Mieter oder Bewohnerinnen von Mehrfamilienhäusern, die Ihnen auch Mut machen kann, sich für ein E-Auto zu entscheiden? Das ist ja oft so ein Hinderungsgrund, ja? Ja, das ist richtig. Der häufigste Hinderungsgrund, weswegen man sich natürlich kein batterieelektrisches Auto anschafft, ist halt eben, dass man sagt, wo soll ich das denn laden? Und da muss man nochmal ganz klar sagen, Mieterinnen und Mieter haben seit dem 1. Dezember 2020, also fast jetzt über anderthalb Jahre, die Möglichkeit, halt eben auch sich einen Ladepunkt in dieser Tiefgarage zu errichten. Wenn wir jetzt von dem Fall Tiefgarage aus. Und das wollen wir einfach hiervon nochmal publik machen, dass es hier eine Änderung des sogenannten Wohneigentumsgesetzes gab, kurz WMOG, aber auch das bürgerliche Gesetzbuch in Paragraph 554 wurde hier dahingehend reformiert, dass es halt eben für Mieterinnen erleichtert wird, da eben Ladeinfrastruktur aufzubauen. Ich glaube, die Mieterinnen und Mieter, die haben das Recht, sozusagen so etwas zu errichten. Der Eigentümer kann sich da nur aus besonderen Gründen sozusagen dagegen wenden, aber bezahlen muss es schon immer der. Also wer die Party bestellt, der bezahlt sie auch, ist so, ne? Das ist so und wir haben da leider auch noch ein paar Passusse drin, wie zum Beispiel, dass der Mieter einen eigenen zugewiesenen Stellplatz besitzen muss. Und das sind natürlich auch schon Hinderungsgründe, die wir jetzt in der Praxis sehen. Aber trotzdem, erstmal per se, wollen wir hier aufklären, dass es möglich ist, laut BGB oder diesem sogenannten WMOG, sich überhaupt erstmal Ladeinfrastruktur zu errichten. Jetzt haben Sie die Hürden schon mal angesprochen. Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Hürde, die es zu überwinden gilt, wenn es um die Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern geht? Die größte Hürde, sage ich definitiv davon, ist, dass einfach Vermieter häufig sehr, sehr zurückscheuen, eine solche Investition oder einen solchen Aufbau in ihrem Objekt halt eben zuzulassen. Also es ist einfach noch nicht eine solche Awareness vorhanden, dass ich natürlich auch eine gewisse Wertsteigerung mit so einem Ladepunkt in meinem Objekt einherbringe und dass es zukünftig sogar wahrscheinlich ein Assist sein wird, wenn ich etwaige Stellplätze oder vielleicht auch Wohnungen vermieten möchte. Ja. Für wen gibt es derzeit noch keine Möglichkeit? Ich vermute, wenn man einen Bewohnerparkplatz hat in der Straße, wird es schwierig mit einem Ladepunkt. Da sprechen Sie tatsächlich Herausforderungen an. Wenn wir von dem öffentlichen Grund und Boden reden, dann ist da vor Ort immer die Gemeinde zuständig. Und da sind wir quasi auch unterwegs, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das Ganze versuchen wir natürlich auch noch fiskalisch, sprich finanziell zu unterstützen. Wenn ein großes Wohnhaus einen Parkplatz vor dem Haus hat, dann dürfte es wahrscheinlich möglich sein, dass man dort ein paar Ladesäulen hinstellt. Da kann man auch natürlich unter freiem Himmel, sofern man da einen Stellplatz sich mietet, auch von diesen rechtlichen Situationen, wie sie hier in diesem wunderbaren Guide dargelegt sind, auch Gebrauch machen. Welche anderen Player könnten helfen bei der Umsetzung hinterher? Ganz wichtig vor Ort bei der Umsetzung ist natürlich das Elektrohandwerk. Ja, ich brauche überhaupt erstmal fähiges Handwerk, was das ja quasi umsetzt. Und der zweite Player, der natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist der lokale Netzbetreiber. Die Leitstelle hat ja auch immer wieder Förderprogramme gehabt. Gibt es in dem Bereich gerade ein Förderprogramm? Wir haben aktuell hierzu kein Förderprogramm, aber ich kann auch sagen, wir sind ja sehr nah dran an der Bundesregierung. Es gibt Überlegungen, hier wieder neue Förderprogramme aufzusetzen. Da kann ich nur sagen, einfach uns verfolgen in den Medien. Das ist momentan, ich sag mal, hier noch in der Entstehungsphase, aber man kann davon ausgehen, dass auch in dieser Legislatur der Bundesregierung da neue Unterstützungsleistungen kommen werden. Vielen Dank, Herr Hammer. Besten Dank für die Einladung, hat mich gefreut. Diese Broschüre erscheint, wie gesagt, in der Woche nach Ostern und ich verlinke euch hier unten noch, wo ihr sie downloaden und betrachten oder beziehen könnt. Jetzt aber zurück zu Sebastian Falkenberg und Julian Hessler nach München. Die habe ich nochmal gefragt, was waren eure größten Ahas bei eurem Projekt? Und der Julian Hessler spricht bei der Gelegenheit auch nochmal über seine Erfahrungen mit The Mobility House, die mir dieses Projekt auch verschafft haben, beziehungsweise den Kontakt. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Also speziell jetzt bei der Ladeinfrastruktur für die E-Autos waren es zwei Sachen. Das eine ist, dass es gar nicht so einfach ist, ein System zu finden, was eben dieses Managen von verschiedenen oder von mehreren Fahrzeugen, die eben nicht alle gleichzeitig vielleicht geladen werden können, also Stichwort dynamisches Lastmanagement, können. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es entweder die Lösung rein von einem Hersteller, dann wäre man aber auch auf rein diese Wallbox angewiesen gewesen, oder eben Mobility House. Und dadurch, dass die auch hier direkt um die Ecke waren, ist dann auch die Entscheidung darauf gefallen. Und da muss ich sagen, war ich bisher absolut zufrieden. Es war von Anfang an Kompetenz da in der Unterstützung. Und zum anderen, dass die Kosten nachher dann doch
so hoch werden, dass man eigentlich auf so eine Förderung angewiesen ist, weil es einfach am Ende des Tages sehr teuer wird, wenn jetzt nur 10, wenn es hochkommt, und die muss man ja auch erstmal finden, Parteien eine Lademöglichkeit haben müssen und aber erstmal quasi diese komplette Installation vorschießen müssen. Ja, ich glaube, das größte Aha-Erlebnis Richtung PV war, es funktioniert. Also das gesamte Modell, auch mit dem eigenen Betrieb, es ist durchaus machbar. Und das ist schon ein gutes Gefühl, dass man es dann doch geschafft hat am Ende. Und dann zum allerletzten Schluss, welche eine Sache sollte die Politik verändern, damit es noch besser wird? Von PV-Seite ganz klar, alles, was hinter dem Hausanschluss passiert, also dieses ganze Mieterstromkonzept ist derart überreguliert, da muss Abhilfe geschaffen werden, dass man schon alleine bei einem Zweifamilienhaus oder 35 Parteien immer vor der gleichen Hürde steht, den Strom intern verkaufen zu müssen. Das muss definitiv dereguliert werden. Bezüglich Ladeinfrastruktur auf jeden Fall das Thema Förderung. Wir hatten jetzt eben Glück, dass wir gerade hier im Stadtgebiet München auf so eine Förderung gestoßen sind und die auch jetzt genau in dem Zeitraum, wo wir jetzt gebaut haben oder das umsetzen wollten, auch verfügbar war. Und auf der anderen Seite theoretisch vielleicht auch eine Vorgabe, wie in Neubauten Tiefgaragen aufgestellt werden müssen, konstruktiv, dass man eben so eine Stromschiene auch umsetzen kann. Weil wenn dann nachher eben quasi dann die Betonsäulen im Weg sind oder alle möglichen Verrohrungen, dann komme ich da eben dann mit so einer Stromschiene leider auch nicht hin. Und dann ist eventuell dann so ein aufwendiges Sternsystem dann doch wieder notwendig, was halt nicht so effizient ist am Ende. Ich hoffe, dieses Interview hat euch informiert, Spaß gemacht, unterhalten und etwas gebracht. Wenn ja, dann liked dieses Video, lasst mir ein Abo da und kommentiert unten gerne, was ihr von der ganzen Sache haltet. Und seid natürlich auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.